Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Syndicate. Beim letzten Mal haben wir den Prinzen von Zamunda angefangen. Nee, den letzten Mal Raja. Wobei, das war glaube ich schon beim vorletzten oder vorverletzten Mal. Ja, und da geht's heute weiter. Wir machen jetzt den letzten Mal Raja erstmal fertig. Und dann geht es weiter mit der Hauptstory. Und dann gehen wir eigentlich auch mit der Hauptstory ziemlich direkt in Richtung Ende. Ich will dann nicht mehr großartig Zeit aufnehmen, Mission oder so aufbringen, sondern zack, 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 Ende. Weiter geht's. Bang! Ich habe eine Vorstellung davon, was uns erwarten wird. Erst müssen wir uns mit Henry an der Server Station treffen. Gehen Sie vor, wir treffen uns dort. Gehen Sie vor, ja. Warum? Warum startet die Quest da unten? Ich muss hier zu dem Bahnhof, der 100 Meter weit weg ist. Weißt du? Warum startet die Quest nicht hier? Jetzt muss ich erstmal hierher geschissen kommen. Das finde ich unnötig. Lass mich raten, der fällt jetzt. Die britische Ostindien-Kompanie versucht ihren Zug zu entführen. Oh je, Agnes, ich hoffe, es geht dir gut. Oh, Agnes, ich kümmere mich sofort darum. Den Rest habe ich auch allein. Erwischen! Miss McBean sollte sich zu Whitechapel Station fahren. Okay. Der Zug ist zu weit weg. Ich brauche eine Kutsche. So. Erlaubst du dir? Ah! Gut. Ich glaube, du hast auf mich geschossen. Ja, das ist aber auch was man hier hätte starten können. Da muss ich nicht extra hinlaufen eigentlich. Train Directory. Ich nehme die Kutsche des Maharajas. Ja, erstmal diese dusselige Kutsche finden. Ja, wie gesagt, das war jetzt hart unnötig. Aber gut, never mind. Geht schon wieder los. Ich muss auf diesen Zug. So. Ja, nee, den erreiche ich nicht. Der ist zu schnell weg. Na, wobei. Die Entfernung reduziert sich. Das ist jetzt ein bisschen lächerlich, wie ich meinem Zug hinterher renne. Aber wenn ich mich irgendwie hier ganz böse verfahre oder so, renne ich lieber meinem Zug hinterher. Ich muss meinen Zug noch erwischen! Und dich hole ich mir auch. Das Zugversteck verteidigen. Wogegen denn?
Ach, gut. Ich muss sie alle ausschalten. Ja, jetzt hat sie meinen Füller. An meiner Maus festgeklebt mit den Magneten. Ich brauche Hilfe gegen diese Furien. 5, 6. Ich werfe jetzt einfach Galvani-Bomben erstmal. Oh, die habe ich sonst wohin geschmissen. Na gut. Dann mache ich jetzt mal einen Doppelkill draus. Und noch ein Doppelkill. Bereit zu feuern. Gefeuert. Easy. Was ist das jetzt? Das ist der Hogwarts Express. Was machst denn du da vorne? Wo kommst denn du jetzt her? Achso, ja, von da oben. Ja, und Zug wieder sauber. Dann ist auch nichts, oder? Spring mal kurz hier hinter. Und zu gucken, nee, hier hinten ist auch keiner. So, mit Dulieb reden. Oh, der hält hier sogar, oder? Naja. Hätte ich nicht abspringen müssen, aber egal. Eine Katastrophe! Die BOK dürfte mit den Entwicklungen nicht gerade zufrieden sein. Das kann man so sagen. Aber fürs Erste sind sie ruhig gestellt. Vielleicht ist dies nicht der beste Moment, um es anzusprechen, aber ich habe noch einen Plan. Ich höre. Es klingt vielleicht tollkühn, aber warum stellen wir nicht den Kohinoor-Diamanten? Einen Teil der Kronjuwelen? Wofür das denn? Ihre Hoheit mag ihn zwar tragen, aber er gehört ihr nicht. Es ist eine Trophäe, ein Symbol für die Kolonisierung Indiens und genau dort gehört er hin. Es ist ein äußerst delikates Unterfangen, aber ich weiß ja, dass ich mich voll und ganz auf sie verlassen kann. Ich habe bereits veranlasst, den Aufbewahrungsort des Kohinoor-Diamanten ausfindig zu machen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie einen Moment darüber nachgedacht haben. Das meine ich mit langsamen NPCs sind die Hölle. Gut. Wo müssen wir hin? Da.
Okay, dann reisen wir mal schnell dorthin. Und sprechen wieder mit ihm. So, währenddessen schreibe ich mal schnell eine Nachricht fertig. Dann noch mal Mails kurz durch. Nee, nichts Neues. Alles klar. Nein, das wollte ich nicht. Ich will nämlich hier hin. Wo ist es? Da. Und da muss ich mich hinswoopen. Da unten ist ein Animus-Fragment. Das nehme ich mit. So. Und runter hier. Ja. Ach, jetzt rennt der Bengel weg. Folge mir. Du bist eine tote Frau. Glaubt ihr, ihr könntet uns was wegnehmen? Hab sie vor dem Ohr. Ja, ich darf ihn nicht angreifen. Ah, ja, jetzt geht's natürlich. So, dich lege ich auch noch flach. Reiß dich in Stücke? Ich kann dir gerne ins Gesicht schießen. Also, besser, wenn du gehst. Ich habe mich umgehört und jemanden gefunden, der vielleicht weiß, wo der Koh-i-Noor-Diamant aufbewahrt wird. Ausgezeichnet. Raubüberfälle liegen mir. Der Mann trägt den Namen Cornelius Tuttibutton. Biertrinker. Was denn? Ich sehe das. Offenbar ein Freund des königlichen Goldschmieds. Wie spüren wir ihn auf? Er hält sich regelmäßig im Pub George in der City of London auf. Klingt nach einem Mann, mit dem ich es aufnehmen könnte. Mach dich nicht lächerlich. Nur die Ruhe, meine liebste Schwester. Ich werde mich auch höchst selbst darum kümmern. Kommen Sie nach Westminster, wenn Sie die nötigen Informationen haben. Okay. Falsche Richtung. So. Wenn der blöde Gaul in mich reinfährt, wird er erschossen. Du bist angehalten. Ich muss. Ah, du musst, ob du willst oder nicht. Ja, ja, so oder so, ne? Wo ist denn der königliche Goldschmied heute Abend? Ein Mann trinkt nicht gern allein. Was auch immer Sie von mir wollen, ich bin nicht interessiert. Ich bin nur daran interessiert, noch ein Pint zu bestellen. Ich sag Ihnen was. Falls ich mehr vertrage als Sie, erzählen Sie mir, wo der berühmte Koh-i-Noor-Diamant versteckt ist. Sie glauben, Sie können mich unter den Tisch trinken? Ein ziemlich hoher Einsatz für eine sichere Wette. Ich betrachte also die Herausforderung als angenommen. Barkeeper, 2 Pints für uns. Hey Barkeeper, noch eine Cola. Oh lol. Ich muss ihn Quicktime wegbechern. Ja, zum Glück ist falsche Knöpfe drücken hier nicht verboten. Lass mich raten, als nächstes kommt 5. Der nächste Morgen um etwa 10 Uhr. Komm, ich wache im Knast auf, bitte. Oh mein Gott. Was ist letzte Nacht passiert? Also so darf ich mich beim Zug nicht blicken lassen. Ich muss mich erinnern, was passiert ist. Ich weiß, ich war in einem Pub. Aber in welchem? Oh, ich kann nicht rennen, ne? Sie haben die Nacht anscheinend überlebt. Ich war nicht sicher, was aus Ihnen werden würde. Hallo, du. Charles? Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob es Darwin oder Dickens ist. Ich glaube, das war Dickens. Was macht denn Dickens hier?
Ach, jetzt kann ich ein bisschen rennen. Ich bin auch anonym. Sie sind zurück. Ich dachte schon, ich sehe Sie nie wieder, als Sie zu diesem Schießwettbewerb getorkelt sind. Ja. Es lädt. Der Name des Spiels ist... Zerschieß die Flasche? Gold, richtig. Liegt dir das? Sagst du mir, wo der Diamant ist? Zuerst musst du mich hierbei schlagen. Also, was ich schon mal gemacht habe. Die Gasse erreichen. Ach Gott. Lass mich raten. Welch ein Jammer. Bist du etwa betrunken, mein Lieber? Nicht schlecht. Du verträgst wohl nicht so viel, wie du dachtest. Hey, ich habe mehr Punkte als du, du Arschloch. Du bist ein guter Schütze. Besser, als ich es erwartet hätte. Mhm. Verträgst wohl nicht so viel, wie du dachtest. Du bist ein guter Schütze. Besser, als ich es erwartet hätte. In diesem Pub sind wir fertig, aber diese Nacht ist noch lang. Ab ins Bricklayers Arms mit dir, Johnny Boy. Folge mir. Ich bin Jacob. Ich bin Thorsten. Ja, sauber. Jack, hast du das gesehen? Wer war das? Wer war was? Ach, egal, Cornelius. Sag mir einfach, wo der Diamant ist. Jemand hat's verschüttet. Irgendein Bastard hat mein Bier verschüttet. Hör mal. Bier! Schon gut. Ich finde den Verantwortlichen. Much improved. Den wahren Täter beschuldigen. Jawohl. Wenn ich komplett daneben bin. Ein Kartenspiel, kürzlich verwendet. Leerer Bierkrug. Das Bier wurde über den Boden verschüttet. Mehrere Menschen scheinen hineingetreten zu sein. Vielleicht findet sich in den Abdrücken eine Spur. Beim Jupiter, jemandes Drink verschütten? Warum sollte ich so etwas Hundsgemeines tun? Charles Dickens. Traurige Haufen. Sie werden zwar immer weniger, aber sie terrorisieren die ganze Gegend. Ein Spiel für die Geschichtsbücher, sagt man. Viel Schweiß, Blut und Tränen letzte Nacht. Diese Blighters ziehen eine richtige Show ab. Sie verlassen den Spieltisch gewöhnlich mit vollen Taschen. Mhm. Boah, ich krieg Kopfschmerzen von diesem Gewackel. Ich habe mit diesem durchgeknallten Trottel Dickens geredet. Als ich mich umdrehte, war mein Drink verschüttet. Ich wette gutes Geld, dass diese Blighters dahinter stecken. Was ist mit denen? Ich hasse diese Bastarde. Sie terrorisieren mich immer. Du musst was gegen sie unternehmen. Du hast den falschen Mann. Ich habe seit Ewigkeiten kein Kartenspiel angefasst. Es ist wirklich schlimm. Also, ich mache sowieso, wenn die hier reden, mein Nonogramm nebenher fertig, ne? Aber ich kann da nicht hingucken. Das Schlimmste, was ein Mann einem anderen antun kann. Man muss schon einen echt fiesen Charakter haben, um so etwas zu tun. Weißt du? Mit der Frau ins Bett gehen. Ist okay. Aber nicht das Bier verschütten. Wieso?
ich habe fair gewonnen. Falls Cornelius sich deswegen noch immer aufregt, verdient er eins auf die Rübe. Sein Geld gehört mir. Daran wird er sich wohl gewöhnen müssen. Ja, das ist mir auch relativ egal. Wieso? Dachte, da gibt's noch eine dritte Gesprächsoption. Gut, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.